Guten Abend, lieber Bruder Jörg. Mein Name ist Agnata. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und habe erst 3, vielleicht 4 Menschen kennenlernen dürfen, die im wahren Glauben stehen. Das sind 2 ehemalige Lehrer, die schon verstorben sind. Ein evangelischer Pastor, auch schon verstorben, und eine junge Frau, die dasselbe erlebt hat wie ich. Bloß mit dem Unterschied, dass sie richtig Ärger mit ihren Eltern bekommen hat. Leider habe ich den Kontakt verloren. Meine Mutter hat mich im Glauben an Jesus Christus erzogen. Ich hatte meine Kinderbibel und Jesus war für mich ein und alles. Er war immer bei mir und er war immer für mich real in meinem Herzen. Ein Regenbogen war für mich ein Zeichen dafür, dass Gott auf uns herabschaut. Das hatte meine Mutter mir gesagt und ich glaubte ihr alles. Solche Geschichten wie am Ende des Regenbogens steht eine Goldkiste, fand ich dumm. Seit meinem 14. Lebensjahr ist für mich klar, wer der Antichrist ist. Das Böse sitzt in Rom. Wie es dazu kam, würde ich dir gerne erzählen. Mit 4 wurde ich katholisch getauft. Entschuldigung, gekauft kann man auch sagen, von der römischen Kirche, weil durch das Taufen kaufen sie ihre Kinder. Ne? Aber getauft, schreibt sie. Mit 4 wurde ich katholisch, zwischen Anführungszeichen, getauft. Eine meiner ersten Erinnerungen. Mit 5 kam ich für ein Jahr in einen, zwischen Anführungszeichen, katholischen Kindergarten. Mit Nonnen. Ab der 3. Klasse besuchte ich eine katholische Grundschule und somit auch den Kommunionsunterricht. Weil ich zu viele Fragen stellte, bekam ich Einzelunterricht. Ich weigerte mich nämlich, andere Gebete außer das Vaterunser, welches ich von klein auf kannte, zu lernen. Meine Begründung? Das steht so nicht in der Bibel. Die Dame, die den Unterricht leitete, rief meine Mutter an und meinte zu ihr, ich würde den Unterricht stören und so könnte sie mich nicht unterrichten. Ich sagte meiner Mutti, die Frau hat keine Ahnung. Entweder ist sie dumm oder sie lügt. Somit bekam ich dann Einzelunterricht im Gemeindesekretariat von einer Nonne. Die Nonne war sehr nett und beantwortete mir alle Fragen, aber Gebete lernte ich trotzdem nicht auswendig, weil diese nicht in der Bibel standen. Als ich dann erfuhr, dass ich das Blut Jesu und seinen Leib essen sollte am Tag der Heiligen Kommunion, zwischen Anführungszeichen, war ich so geschockt, dass ich der Nonne sagte, ich esse niemals Jesus auf. Ich stand unter Schock und dachte, die spinnt, das kann doch nicht sein. Meine Mutter wurde wieder einberufen und sie fragte mich, möchtest du wirklich zur Kommunion gehen? Und ich sagte, ja, möchte ich. Ich will zur Gemeinde Jesus Christus gehören. Und so versuchte die wirklich nette Nonne mir beizubringen, was das bedeutet, wenn man das Blut Christi und seinen Leib als Hostie bekommt. Sie zeigte mir auch eine Hostie und diese bestand aus Esspapier. Ich durfte sie auch probieren, da sie noch nicht geweiht war. Das beruhigte mich fürs Erste. Obwohl ich ihr irgendwie nicht glauben konnte, warum sagt man so etwas, wenn es dann doch nicht so ist? Die Beichte war das nächste Thema. Und meine Mutter wurde wieder einberufen. Ich hab's nicht eingesehen, einem fremden Menschen, auch wenn er ein Priester ist, meine Sünden zu erzählen. Meine Mutti hat mir das anders beigebracht. Sie hat gesagt, wenn du etwas Unrechtes tust, entschuldige dich bei den Menschen persönlich. Oder wenn das nicht geht, dann rede mit mir oder mit Jesus, beziehungsweise rede mit Gott. Gott sieht und hört alles und ist immer bei dir. Ich musste ja zur Beichte, das war Pflicht. Ohne Beichte keine Kommunion. Was tat ich? Ich sagte einfach gar nichts. Warum die mich überhaupt zur Kommunion zugelassen haben, das frage ich mich noch heute. Dann kam der große Tag. Und der Priester reichte mir die Hostie und ich schaute sie mir an und sie sieht genauso aus wie die Hostie von der Nonne. Also habe ich sie gegessen. Und dann kam der Kelch. Und ich schaute in den Kelch und da kam mir ein Geruch entgegen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ekelhaft. Es war rot, es stank und mir wurde furchtbar schlecht. Ich dachte, das ist das Blut von Jesus und ich werde das auf gar keinen Fall trinken. Der Priester schaut mich an und zuckte mit den Augen nach dem Motto, jetzt trink schon. Und ich schaute ihn an und schaute in den Kelch und gab ihn zurück. Ich fand das so widerlich, aber den Blick von dem Priester werde ich niemals vergessen. Die anderen Kinder haben das gesehen und die komplette Kirche, dass ich nicht das Blut Jesu Christi getrunken habe. Der Kelch ging weiter und die anderen Kinder haben es getrunken. Ich stand so unter Schock und mir wurde so furchtbar schlecht und übel, dass ich in Ohnmacht gefallen bin.
Meine Mutter trug mich zusammen mit meiner Tante nach draußen. Ich vermute heute, das war verdünnter Alkohol, vielleicht mit Wasser und Traubensaft gemischt. Selbst meiner Mutter habe ich nicht geglaubt, als sie sagte, das war kein Blut. Das war gemischter Wein. Nein, für mich war das Blut von Jesus. Einfach furchtbar. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass meine Mutter am Tag der Kommunion mit dem Priester gesprochen hat, beziehungsweise sich mit ihm gestritten hat, weil sie nicht wollte, dass ich Alkohol zu trinken bekomme. Der Priester war wohl richtig wütend auf meine Mutter. Das hätte sie sich sparen können. Danach war ich vogelfrei, im wahrsten Sinne des Wortes, bis heute. Ein vogelfreies Kind. Manche Kinder sprachen nicht mehr mit mir aus meiner Klasse und durften auch nicht mehr mit mir spielen. Das war mir damals sowas von egal. Ich hätte mit denen eigentlich sowieso nicht mehr spielen wollen, weil die das Blut getrunken haben. Und dann kam die höhere Schule und das Lügenkonstrukt der römischen Kirche brach vollends zusammen. Man hat mir wirklich den Mund verboten. Ich wurde immer stiller, aber nicht einsamer. Ich hatte Jesus im Herzen und der Heilige Geist hat mich geleitet. Was alles in meiner Schulzeit ab der 6. Klasse geschehen ist, würde den Rahmen dieser Nachricht sprengen. Ich danke dem Heiligen Geist, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich so früh gefunden und geleitet hat. Manche Wege habe ich falsch eingeschlagen im Leben. Satan lauert in jeder Ecke. Aber ich habe immer wieder zurückgefunden zu unserem Herrn Jesus Christus. Ich diskutiere auch nicht mehr. Wenn Leute sagen, ich spinne, dann sage ich, beweis mir das Gegenteil anhand der Bibel. Ja, aber lesen will ja keiner mehr. Und schon gar nicht die Bibel. Jetzt bin ich 50 und bin dankbar, dass du mir, lieber Bruder Jörg und Michael und Viktor und Tom Fress und alle anderen Brüder und Schwestern gefunden habe, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ich wusste, dass ich nicht alleine bin mit meinem Glauben. Aber ich dachte niemals, dass ich im Internet Menschen finde, die im wahren Glauben stehen. So kann man sich täuschen. Auf der Suche nach Griesinger habe ich dich gefunden. Ich habe Griesinger damals von meinem Geschichtslehrer unter anderem zum Lesen bekommen. Da muss ich so 12 gewesen sein. Leider gibt es protestantische Schriften und Bücher nicht mehr in der Bibliothek. Die wurden systematisch entfernt. Ich danke dir nochmals von ganzem Herzen für deine ganze Arbeit und ich stehe zu jeder Aussage von dir und Tom Fress zu 100%. Ich bin gerade angefangen, Inquisition Update von dir und Tom Fress zu hören. Manchmal mache ich mir Sorgen, weil Tom so erregt ist, aber er sagt die Wahrheit. Ich kann Englisch lesen und verstehe es sehr gut, aber das Reden oder Schreiben fällt mir schwer. Sonst würde ich ihm auch gerne eine Nachricht zukommen lassen. Maranatha. Achnatha. Der Name Achnatha, den habe ich gewählt, der ist ein Synonym. Ich gebe den Namen der Person hier nicht preis. Ich wollte dieses Schreiben, das ich heute über Reddit empfangen hatte, da habe ich ja gesagt, über Reddit kann man mir private Nachrichten schicken. Das wollte ich euch gerne mal vorlesen, bevor es jetzt zu dem Video kommt, das geht, weil es geht mir jetzt hier nicht darum, dass das mehr oder weniger ja fast schon ein Dankeschreiben für meine Lesung und solche Dinge ist. Aber mir geht es darum, um euch aufzuzeigen, wie die Leute zum Glauben kommen können. Die Mutter hat sie durch die Bibel in die Wahrheit geführt und die Kirche und die Schule hat versucht, sie zu verführen, hat es aber nicht geschafft, weil ihr Glaube so stark war. Und sie hat Griesinger in der Schule gelesen und sie hat dann auch noch später Lesungen von mir gesehen und das hat sie im Glauben noch bestärkt. Und das ist das, weshalb ich diese ganzen Dinge überhaupt mache. Leuten ihren Glauben bestätigen zu können oder Leute zu helfen, den Glauben zu finden. Ich meine, richtig in den Glauben führen tut nur Jesus Christus, tut nur der Heilige Geist, tut nur der Vater im Himmel. Ja? Aber ich bin irgendwo ein Hilfsmittel, über das die Leute hier in dieser Welt vielleicht die Wahrheit finden können. Und wenn ich dann solche Schreiben kriege, entweder so ja, intensiv, richtig ausgebreitet wie dieses hier oder auch ruhig kürzer gefasst, das bereitet mir dann immer sehr große Freude, weil ich dann sehe, dass mancher Samen auf fruchtbaren Boden fällt. Und das darf einen ja freuen. Das darf einen nur nicht stolz machen. Und man darf sich nicht eitel aufstellen und man darf sich nicht schmeicheln lassen. Das tue ich auch nicht. Aber ich wollte das gerne mit euch geteilt haben.
Vielleicht findet der eine oder andere sich in der Geschichte von der Agnata hier zurück. Vielleicht findet der eine oder andere sich in meiner Geschichte zurück, die ich ja auch schon erzählt habe. Und ja, wenn ich sie noch nicht so ins Detail erzählt habe, werde ich vielleicht irgendwann mal ein Video machen, wo ich sie wirklich bis ins Detail erzähle. Aber Ehre gebührt unserem Herrn. Alles machen wir nur zur Herrlichkeit unseres Vaters im Himmel. Durch den einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, Jesus Christus. Nur er ist wichtig. Alles andere in dieser Welt ist Theater, ist unwichtig. Jesus zählt. Ihn müssen wir kennen, seine Lehre müssen wir kennen, unseren Vater im Himmel müssen wir kennen, seine Lehre, seine Gesetze, seinen Weg durch die Gnade zur Rettung, weil wir alles verlorene Sünder sind. Alle sind wir verlorene Sünder. Und wir haben nur auf die Gnade unseres Herrn zu hoffen. Wie Martin Luther sagte, durch Gnade seid ihr errettet. Und das ist ein Geschenk vom Vater, das man nur annehmen muss. Ja, ich will es jetzt auch nicht lang machen. Das Video dauert schon eine ganze Ecke. Ich habe diesen Vorspann jetzt vor dem Video aufgenommen. Da geht es dann gleich mit weiter. Aber ich wollte gerne diese Botschaft von der Agnata, die ich heute am 11. April bekommen habe, mit euch teilen. Und jetzt wünsche ich euch, ja, Spaß kann man ja nicht sagen. Mit meinen Videos gibt es ja keinen Spaß, aber viel Erkenntnis bei dem, was jetzt kommt. So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Das ist jetzt die offizielle Begrüßung, nachdem ihr gerade bereits diese Meldung von der christlichen Freundin gelesen habt, die ein wenig auch natürlich zeigt, was meine Motivation ist, diese ganze Arbeit über die letzten Jahre zu machen. Und das zeigt natürlich auch auf der einen Seite Menschen, die meine Arbeit gefunden haben, was das bei denen oftmals bewirkt. Und auf der anderen Seite habe ich auch jemanden hier heute über Skype eingeladen, der denselben Effekt hat, der mich nämlich aufgrund dessen, weil ich diese Arbeit gemacht habe und mache, kennengelernt hat. Und der mich unglaublich unterstützt in der Beziehung, dass er mir sehr, sehr viele Bücher schickt, Untersuchungen macht und PDF schickt. Und ihr habt seinen Namen schon oftmals bei mir auf Videos gehört. Ihr habt auch den Link zu seinen, der hat nämlich zwei Links, Archive-Bibliotheken von Gerald Gebensleben, den ich jetzt heute ganz herzlich mal live in dieser Runde mit mir begrüßen möchte, dass ihr ihn auch mal kennenlernt. Er möchte sich gerne mal vorstellen oder ich gebe ihm zumindest die Gelegenheit vorzustellen und dann sprechen wir über das neue Projekt, das ich eben anfange aufgrund dessen, was er mir geschickt hat und aufgrund dessen, weil wir im Augenblick halt eine sehr aktuelle Sache bearbeiten, nämlich den Ukraine-Krieg. Zumindest Krieg im Allgemeinen und dann könnt ihr das natürlich dann selbst mit eigenen Studien ausbreiten, inwieweit das auf den Ukraine-Krieg zu passen ist. Also ohne jetzt gar große Worte hier zu verlieren, möchte ich euch den Gerald vorstellen. Hallo Gerald, herzlich willkommen zu meiner Sendung und dass wir uns hier zusammen mal sprechen können heute. Ja, hallo Jörg, vielen Dank erstmal für deine Einladung und ja, schön, dass wir hier so zusammenkommen können und ja, ist richtig, mein Name ist schon öfters gefallen in dem Zusammenhang, dass immer wieder ein neues PDF da aufgetaucht ist. Und ja, das ist natürlich nicht einfach so passiert, sondern das ist natürlich auch eine gewisse Entwicklung. Und ich bin mehr oder weniger, naja, durch Zufall, muss man Zufall, auf Jörg seine Seite gekommen. Das war vielleicht so circa 3, 4 Jahren. Und ich habe mich halt immer schon so ein bisschen für Politik und für dieses Weltgeschehen im Allgemeinen interessiert, aber immer irgendwie gedacht, egal was du tust, egal wo du hinguckst, irgendwo fehlt immer die gewisse Verbindung und habe eben gesucht und wie gesagt, durch Zufall bin ich da auf die Seite von Jörg gekommen. Ich weiß gar nicht, es ging, Jörg, ich hatte sie glaube ich schon mal gesagt, irgendwie, wie wir da angefangen haben, irgendwie ging es um Luther, ne? Luther 2017. Das ja, Luther 2017. Genau. Aber es gibt ja, genau, es gibt ja keinen Zufall. Das ist ja die Hand Gottes, die leitet. Ne? Es ist der Heilige Geist, der einen in alle Wahrheit leitet. Und das ist normalerweise, nur mal, um das eben mal deutlich zu machen, auch für die Menschen, die vielleicht auch jetzt hier mal ein neues Video gucken oder so, mich uns beide noch gar nicht kennen. Der Heilige Geist, der einen in alle Wahrheit leitet, der
Tröster, der Jesus Christus gesagt hat, den er senden kann. Deswegen ist es wichtig, dass er weggeht, weil wenn er nicht weggeht, kann er den Tröster nicht schicken, den Heiligen Geist. Der leitet uns in alle Wahrheit, hauptsächlich und beinahe ausschließlich, möchte ich behaupten, durch das Studieren des Wort Gottes, also durch das Studieren der Bibel. Aber zur Bibel und zum Glauben kommt man eben auch nur durch Jesus Christus und kommt man nur durch den Vater im Himmel. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und viele Dinge, die wir in unserem Leben tun, tun wir nicht, weil wir selber das machen, sondern weil uns jemand aus dem Hintergrund, sage ich jetzt mal, führt und leitet und in die Dinge reinführt. Und deswegen nenne ich das eher die Arbeit des Heiligen Geistes. Ich nenne das eher die Arbeit Gottes, die Gnade Gottes, mit der er dafür sorgt, dass eben seine Schafe sich untereinander kennen und zum Schluss die Schafe eben auch ihren wahren Hirten in der Hinsicht Jesus Christus kennen, lernen und ihm gehorchen und dem Vater gehorchen werden. Und das gehört alles irgendwo zusammen. Aber Zufall gibt es nicht. Es fällt einem zu. Warum fällt es einem zu? Weil jemand es zu dir wirft. Das hast du gut gesagt. Ja. Also es ist nicht irgendwie, dass etwas einfach so passiert. Alles passiert mit einem Grund. Und der Grund ist hauptsächlich oder hängt hauptsächlich damit zusammen, dass es eben einen Schöpfergott gibt, der alles geschaffen hat und der eben auch seine Menschen lenkt. Und wie sagt man das so schön? Da gibt es doch so ein Sprichwort, ne? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Und Gott lenkt, genau. Ja, nur der Mensch denkt, wenn der Mensch eben nur aus sich selbst denkt, dann denkt er eben nur Quatsch, dann denkt er eben nur Rebellion, dann denkt er nur gegen Gott. Aber es gibt ja natürlich auch noch die wahren Gotteskinder und da sorgt Gott dafür, dass sie die richtigen Gedanken haben. Und die richtigen Gedanken und die richtigen Schritte tun, die leitet er und deswegen führt er solche Menschen zusammen. Da sind einige Menschen, die werden sich jetzt angesprochen fühlen, die mich schon Jahre oder auch weniger lang über Skype kennen und die aus bestimmten Gründen dieselben Schritte unternommen haben, wie du damals den Schritt unternommen hast, Gerald, um, ja, ich sag mal jetzt, nicht zu mir zu finden, aber halt mich zu finden durch die Führung des, ich sag's, Heiligen Geistes. Wollte ich nur mal eben deutlich machen. Also Zufälle gibt es nicht. Also es stimmt schon, es ist schon sehr, sehr merkwürdig, ne? Weil wenn man jetzt sieht, das war ja, vor ungefähr 2,5, 3 Jahren gewesen. Und was das ja, mit mir persönlich in der Zwischenzeit gemacht hat, also innerhalb von dieser Zeitspanne, ne, wo ich dann angefangen habe, über die Lesung erstmal überhaupt nichts zu verstehen. Das war ja der ausschlaggebende Punkt, dass ich bei der Lesung erstmal gedacht habe, es sind also wirklich berühmte böhmische Dörfer für mich und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe immer gedacht, ich kann ja, bei vielen Dingen einfach ein bisschen mitreden und es war tatsächlich so, ich wusste von diesen ganzen Dingen rund um die Religion und diese Auswirkungen auch in dieser frühen Zeit, ne, Mittelalter, 16. 17. Jahrhundert wusste ich im Prinzip relativ wenig. Und das, was ich wusste, das wusste ich halt aus meiner Schulbildung, Verbildung, Bildung. Und ja, war dann sozusagen da wirklich mehr oder weniger, ja, so wie sagt man so angefixt, würde man sagen, so angesetzt, einfach sozusagen, Mensch, das ist interessant, ich verstehe nichts und ich mache da weiter. Und insofern war das sozusagen der Beginn, dass ich mich dann für diese Themen angefangen habe zu interessieren. Und wie das halt so ist mit einem Thema, wenn man dann anfängt zu suchen, dann kommt einen auch durch Zufall oder wie auch immer diese schöne Leitung funktioniert. Damals wusste ich es noch nicht, weil ich habe damals auch noch nicht den Glauben gehabt. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Da dachte ich tatsächlich, das sind alles nur so, naja, Dinge, die passieren halt, ne, am Anfang. Und bin dann aber mehr oder weniger zu diesem Punkt gekommen, dass ich dann wirklich gedacht habe, also diese ganzen Dinge, die ich bisher gedacht habe zu glauben oder zu wissen, die spielen überhaupt keine Rolle. Also die sind irgendwie nicht zu halten. Und das war für mich so ein unglaubliches, weiß ich nicht, so ein Aha-Effekt, dass ich dann wirklich gedacht habe, also hier musst du wirklich einfach, also was heißt musst, hier möchtest du, hier willst, also das war gar keine Frage, dort einfach mehr machen. Und so fing das dann an, dass ich dann einfach dann auf eigene Faust dann, PDFs, also Bücher gesucht habe, relativ schnell festgestellt habe, dass
Literatur, die man nicht einfach so ja, also findet oder beziehungsweise Dinge, die eben nicht so einfach zu greifen sind, eben erstmal wirklich richtig aktiv suchen muss. Das ist also nicht so, dass das einfach so irgendwo rumhängt, in einer Bibliothek oder irgendwo zu finden ist, sondern es ist wirklich, man muss da richtig, richtig nachgraben und habe auch gemerkt, dass da wirklich viel, viel Wissen teilweise schon fast gar nicht mehr da ist. Ja, also Wissen, wo man eigentlich denkt, das muss doch eigentlich, das muss doch raus, das muss doch irgendwo, muss das doch in den Menschen mitgeteilt werden, damit sie sozusagen dann auch diese Dinge nehmen können und eben selber einschätzen können, wie weit ist das, was ich weiß, für mich erstmal wichtig oder vielleicht muss ich mich doch noch in eine andere Richtung bewegen. Und das war eben der Punkt, dass ich dann angefangen habe, loszulegen und dann habe ich eben solche Dinge wie dieses Roms Ziele, diesen von Gustav Nix, dieses wunderbare Heftchen da gefunden vom Evangelischen Bund und habe mir gedacht, Menschenskind, das ist ja wirklich unglaublich, was da drin steht. Und habe dann gedacht, ja, Evangelischer Bund, ja, vielleicht gibt es da ja online was. Und festgestellt, ja, außer dem, was ich da eingescannt hatte, war da nicht viel. Und das war sozusagen der Beginn, dass ich dann angefangen habe, diese Schriften einzuscannen. Und dann über diesen Archive-Account dann auch hochzuladen und entsprechend zur Verfügung zu stellen. Weil diese Dinge von einer gewissen Wichtigkeit sind und deswegen muss ich auch sagen, wer die Möglichkeit hat, auch gerade mit dieser alten Schrift ein bisschen umzugehen. Ja, oder vielleicht, wenn es schwerfällt, vielleicht doch mal zu sagen, gut, ich übe das noch ein bisschen, ich versuche noch ein bisschen da mich reinzufuchsen in diese Schrift. Dass man da wirklich, auch wenn es nur mal ein, zwei Sachen sind, wirklich mal reinschaut und mal liest. Das ist so unglaublich wichtig. Ja. Und wie gesagt, es ist dann so gekommen, dass der Kontakt zum Jörg dann sich ein bisschen intensiviert hat. Und ja, und heute, sage ich mal so, sitzen wir jetzt hier zusammen und ich freue mich, dass wir jetzt hier mal zusammen verbunden sind. Und ja, so ist das halt, ne? Innerhalb von, ja. 3 Jahre ist das schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, muss ich sagen. Also mir tut es richtig gut. Ich weiß auch, dass das, was auch Jörg und vor allem auch Michael alle zusammen beitragen, unglaublich wichtig ist, um hier einfach diese Wahrheit ein bisschen mehr zu beleuchten. Denn auch dieses Bibelzitat, ne, dass die Wahrheit erkennen werdet und die Wahrheit, die wird euch frei machen von dem Johannes 8,32. Das ist halt auch so ein Punkt, wo man sagen muss, darum dreht sich es einfach. Ne? So, in dem Sinne würde ich das jetzt mal für mich erstmal damit beschließen und dem Jörg wieder das Mikro geben. Ja, wir machen Wenn hier nicht nichts. Mikro hin, Mikro her. Es Okay. geht hier im Grunde darum, dass wir Dinge mitzuteilen haben. Und du hast ja jetzt auch gerade den Michael erwähnt. Das ist ja genauso dasselbe. Weißt du, der Michael, der hat mich eines Tages angerufen. Da saß ich bei meiner Mutter im Krankenhaus am Bett. Das ist schon etliche Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Und so habe ich den kennengelernt, weil der hat sich irgendwie meine Telefonnummer rausgesucht und hat mich einfach angerufen. Und gerade zu dem Zeitpunkt lag meine Mutter dann krank im Bett im Krankenhaus. Das muss 2000 und ich weiß nicht, wann war das, 17, 18 oder sowas gewesen sein, so in der Zeit. Ich hatte wohl von Babylon nach Rom damals wohl schon gemacht. Und so führt der Heilige Geist die Menschen eben zusammen. Im Augenblick ist es die, ich nenne sie jetzt mal mit ihrem YouTube-Namen, Miss Marple, die sich unglaublich engagiert, die Michael sehr viel geholfen hat in seinen Recherchen über John F. Kennedy, die Verschwörungsserie, die da im Augenblick läuft, aber auch Ja, früher schon bei der, sehr spannend, ja, ja. auch früher schon bei der satanischen Medienagenda und andere Dinge geholfen hat zu übersetzen. Die hat mir jetzt das ganze Buch übersetzt, das im englischen Originaltitel ja heißt Exploding, The Israel Deception Exploded. Da bin ich immer noch am Suchen, was für einen deutschen Titel ich gebrauche, sowas wie Israelblase zerplatzt oder Israelbetrug zerplatzt oder wie auch immer. Ich weiß, ich bin da echt noch am Suchen, um einen vernünftigen Titel zu haben, weil die Israelbombe explodiert, wenn ich den Titel gebrauche. Ich glaube, dann muss ich gar nicht erst versuchen, da ein Video von auf YouTube hochzuladen. Das wird dann wahrscheinlich gleich zensiert werden. Die sind da ja sehr, sehr schlimm mit ihrer Zensur am Werden. Aber auf jeden Fall war schon mal schön, wie du jetzt so den Verlauf dargestellt hast, jetzt von dir selber. Und da werden vielleicht auch einige Leute vielleicht mal
ja, sehen, dass das bei Ihnen ähnlich verlaufen ist, Ihr Werdegang, wie Sie zum Glauben gekommen sind. Weil, ja, du sprachst von den Zufällen, ne? Und der Punkt ist, in dem Augenblick, wenn sowas passiert, dann denkt man wirklich, das ist ein Zufall. Erst manchmal Jahre später schaut man auf bestimmte Aktionen oder seinen Werdegang, die man irgendwo gemacht hat, und dann erkennt man von, nein, das ist bereits alles vorbestimmt. Das ist eine ganz bestimmte Richtung, die mein Leben hier nimmt. Und das ist eine Richtung, die habe nicht ich eingeschlagen, weil da hat jemand für gesorgt, dass genau zu dem richtigen Zeitpunkt hier und da die und die Dinge in meinen Weg gekommen sind. Also zum Beispiel bestimmte Bücher, die ich entdeckt habe, bestimmte Fragen, die ich im Leben gestellt habe und Antworten gesucht habe und Antworten dann hauptsächlich eben auch mit Hilfe der Bibel gefunden habe. Wir dürfen ja nie vergessen, in der Schlachter steht hier, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus Christus ist die Wahrheit und er macht sich ja erkennbar oder macht Gott für uns erkennbar durch Gottes Wort. Gott macht ihn erkennbar durch sein Wort in der Bibel. Wenn wir die Bibel nicht haben, dann haben wir überhaupt nichts. Das ist wirklich ein Fundament unseres Glaubens. Und man sieht ja auch bereits im Alten Testament, wie die Menschen ihr Leben gelebt haben, die von Gott geleitet wurden und wie die Menschen ihr Leben gelebt haben, die nicht von Gott geleitet wurden. Und man sieht auf jeden Fall ganz deutlich, oder man erkennt jedenfalls ganz deutlich, finde ich persönlich, diese Führung von Gott da drin. Also das ist, für mich ist das ganz klar. Und wenn es in dem Augenblick selber nicht ist, dann merkt man es, wenn man zurückblickt auf sein Leben. Wenn ich jetzt heute auf die letzten 10, 11 Jahre zurückblicke, dann erkenne ich da ganz deutlich einen roten Faden, lass uns mal sagen, in meinem Leben drin, der sich in dem Augenblick selber, wenn man es lebt, wenn man im Augenblick ist, einem sich so nicht erschließt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den du hier hast rüberbringen wollen, ne? Ja, genau, so kann man es dann sagen, das ist richtig. Genau. Also das, aber wie gesagt, in dem Moment am Anfang war das einfach, man hat das selber noch nicht geahnt, welche Tragweite das hat. Und letztendlich, für mich persönlich ist es auch so, dass diese ganze Angst und diese ganze innere Unruhe wirklich weg ist, komplett weg. Ne? Das ist das, was unglaublich ist, was man richtig auch direkt spürt. Ne? Also Ja, das ist ja diese, ne? ein anderer Satz von Jesus Christus, ne, wo er dann sagt, Frieden gebe ich euch, aber nicht den Frieden, den die Welt gibt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden kann man nur haben, wenn man die Wahrheit kennt. Und steht in der Bibel eben auch ein sehr interessanter Satz geschrieben. Da fragen sich manche Leute ab, wie ist denn das gemeint? Da steht, kauf die Wahrheit, aber verkaufe sie nicht. Buy the truth and sell it not, ist es im Englischen. Ne? Also ich kann das jetzt nur eben so übersetzen wie von kauf die Wahrheit, aber kauf die Wahrheit, aber verkauf sie nicht. Ja, wie kann ich sie denn kaufen? Ja, kaufen kann ich sie dadurch, wenn ich mich Gottes Wort zuwende, wenn ich die Bibel lese, dann erkenne ich die Wahrheit. Und das dann weiter zu verbreiten, eben gratis, ja, da kein Geld für zu fragen, das ist im Grunde der Auftrag. Und wenn wir uns dann in dieser Welt umgucken, dann haben wir nur zu tun mit sogenannten religiösen Organisationen. Ich will jetzt die römisch-katholische Kirche mal gar nicht ausnehmen. Ich nehme die jetzt mal einfach als eine Glaubensorganisation, die aber ihr Wissen verkauft. Das war schon immer so. Und wenn das nicht direkt Geld ist, was du dafür bezahlen musst, dann musst du halt andere Werte bezahlen, und zwar seelische Werte bezahlen. Und alle Kirchen, alle Denominationen, alle Glaubensrichtungen verkaufen im Grunde ihr Wissen auf eine bestimmte Art und Weise nur. Sei es jetzt durch Bücher, die man käuflich erwerben kann oder durch welche Möglichkeiten auch immer, aber es wird unglaublich viel verkauft. Und es ist wichtig, dass wir mal begreifen von, die wirkliche Wahrheit, Gottes Wort, ist gratis. Ja, die Bibel kann sich an jeder besorgen. Okay, da muss ich mir halt die paar Euronen dann, muss ich halt sagen, okay, damit kaufe ich mir dann die Wahrheit. Aber in die Wahrheit geleitet werde ich nur durch den Geist. Das bekomme ich. Dadurch, dass ich im Grunde mein weltliches Leben mehr oder weniger aufgebe, sage ich jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber dadurch, dass ich mein weltliches Leben aufgebe, öffnet sich für mich eine Pforte zu einem ganz anderen, zu einem seelischen Leben. Und zu einem Verständnis, das ich vorher im Leben noch niemals hatte. Ja, und das ist meines Erachtens doch auch ein
Ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier. Ja, ich muss mal eben gucken, ob ich zwischendurch auch mein Mikrofon wieder einschalte, weil wenn du sprichst, mache ich es aus und dann habe ich es wieder eingeschaltet. Sonst rede ich und nimmt es gar nicht auf. Wir haben ja keine Sicherheitsaufnahmen über Skype, weil du übers Telefon verbunden bist. Ja, Gut, Gerald, jetzt lass uns aber hier nicht genau. stundenlang absacken in solche Unterredungen, die auch ganz interessant sind. Aber wir haben den Menschen ja auch heute eine Botschaft mitzuteilen. Und zwar, im Augenblick, wir haben ja heute den 11. April 2022. Jeder weiß, in welcher Zeit wir hier leben. Es ist ja schon fast Post-Corona, also nach Corona-Zeit kann man sagen. Jetzt sage ich das Wort, weiß ich jetzt nicht, ob YouTube dann wieder sagt von ja, da müssen wir jetzt aber das Video wieder zensieren. Dann ist das halt so. Ich lasse mir das Maul nicht verbieten. Michael achtet ja immer darauf, dass er das C-Wort möglichst nicht gebraucht in seinen Videos. Also gut, also ich bin da ein bisschen anders drin. Ich spreche das aus. Und jedenfalls, diese ganze Giftwarnzeit liegt ja jetzt schon fast hinter uns. Nicht richtig und wird auch nie ganz hinter uns liegen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber im Augenblick beschäftigt die Menschen ja der Ukraine-Krieg. Oder besser gesagt, der Ukraine-Krieg wird uns als Beschäftigung vor die Nase gehalten. Und alles, was in dieser Welt im Augenblick verkehrt läuft, hat komischerweise irgendwie mit Ukraine zu tun. Also mir war früher nie bewusst, dass beinahe 90% der Weltprodukte, die alle Welt braucht, aus Ukraine kommen, weil so wird einem das ja heutzutage im Leben schon fast verkauft. Ja? Und deswegen habe ich mir überlegt, es wäre vielleicht mal wichtig, wenn wir eine Serie machen über den Ukraine-Krieg. Das ist dann sehr aktuell, aber da ist so wahnsinnig viel Desinformation und man weiß überhaupt nicht, was man glauben kann und glauben soll. Also ich persönlich, und ich denke mal, dass Gerald mir darin zustimmt, ich persönlich habe meine Probleme, wenn da immer irgendwelche Bilder von irgendwelchen Opfern und was weiß ich nicht gezeigt werden. Da immer dieselben Bilder, man sieht nicht mal Blut in vielen Dingen, nicht, dass ich jetzt Blutrausch habe oder dass ich das Blut sehen muss, aber man stellt sich dann die Frage über die Authentizität dieser Bilder. Es gibt ja auch Videos, die ganz deutlich zeigen, dass sogar auf dem YouTube-Kanal von Bild berichtet wurde von dem Ukraine-Krieg und da wurden dann Bilder gebraucht, die von etlichen Jahren vorher bereits von anderen Dingen stammen, so wie zum Beispiel diese Explosion in China, ich glaube 2015 war es, wo im Hafen da was explodiert ist und diese Militärübung, wo so und so viele Fallschirmjäger damals abgesprungen sind, das war eine Militärübung vor einigen Jahren und die Bilder wurden jetzt gebraucht, um zu sagen, hier, das passiert jetzt in der Ukraine. Also Propaganda gibt es ja von beiden Seiten und da wir uns mit der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich beschäftigen, das heißt also der Synagoge Satans und dem Führer dieser Synagoge Satans, dem Antichristen, wissen wir eben auch aufgrund der Jesuiten, mit denen wir uns viel beschäftigt haben, unter anderem in der Griesinger Lesung, unter anderem in der Lesung von Edmond Paris, die verborgene Geschichte der Jesuiten mit Herrscher des Bösen und mit all solchen Dingen hinter den Diktatoren nicht zu vergessen, da wissen wir ja, dass die Jesuiten immer beide Seiten leiten. Das heißt, die Jesuiten leiten sowohl die russische Seite als die ukrainische Seite als die westliche Seite. Und wir sitzen da wie in einem großen Theater und gucken auf die Bühne und wundern uns nur danach, was da passiert. Und das ist genau das, was in Offenbarung 13 passiert. Die ganze Welt wunderte sich nach dem Biest, was das Biest da macht, was das Tier da macht. Und genau in der Situation sitzen wir heutzutage. Und deswegen jetzt zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwelche Unterlagen, die wir uns über Ukraine zusammengesucht haben und analysieren das jetzt, haben wir uns gesagt, Gerald und ich, wir gehen das anders an. Ich hoffe, dass ich in deinem Sinne jetzt spreche, Gerald, weil wir hatten das ja Naja, so. Ja, sag mal. absolut. Also die Sache war ja so, dass das ja eigentlich so gekommen ist, glaube ich, jetzt noch, dass wir am Anfang solche Dinge gefunden hatten und gesagt haben: Mensch, guck an, hier ist es ja interessant, dass man hier tatsächlich auch einen religiösen Konflikt als Hintergrund dieses jetzigen Szenarios finden kann. Und daraufhin hatten wir uns ja unterhalten. Wir können das im Prinzip vielleicht aus dem Sinn heraus machen. Und durch weitere Untersuchungen sind wir ja dann auf den Punkt gekommen und haben gesagt, da gibt es ja noch ein paar andere wichtige Schriften auch, die das ganze Thema noch ein bisschen, sagen wir mal, allgemein halten und das sozusagen noch ein bisschen größer
aufdecken. Ja, also nicht nur, dass es jetzt speziell nur um das eine Thema geht, sondern eben, dass diese ganzen Konflikte oder sagen wir mal diese großen Konflikte, die wir in der Vergangenheit hatten, ne? Ich sag's mal so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Gerald, aber ich will es mal kurz zusammenfassen damit. Ich kann den Ukraine-Krieg nur dann verstehen, wenn ich das Prinzip hinter allen Kriegen verstehe. Na? Genau. Und Und da das. geht es uns drum. Und um jetzt zu sagen von, ja gut, aber wenn ich das Prinzip aller Kriege zusammen nicht verstehe, dann kann ich Ukraine niemals verstehen. Aber das, was im Augenblick als die Agenda bei uns abläuft. Also haben wir uns gesagt, wir probieren, oder Gerald vor allen Dingen, findet Papiere im Internet raus, wo man, die man gebrauchen kann, um zu sagen, von schaut mal, so und so war das in der Vergangenheit. Und wenn ihr das wisst, wie es in der Vergangenheit darüber gelaufen ist, dann versteht ihr auch, wie der Konflikt heute zusammensteht. Der Ukraine-Konflikt war noch gar nicht richtig begonnen. Da habe ich sofort gerufen, das ist mein Verständnis dafür. Das hier hat damit zu tun. Das, was hier jetzt aufgeht. Ich habe letzte Woche ein Buch hochgeladen und ich habe ein Video darüber gemacht, das heute am 11. noch in der Zukunft, das erscheint erst am Mittwoch, aber dieses Video, was wir jetzt machen, erscheint erst nächste Woche, also zweimal in der Zukunft. Ich habe ein Video gemacht über die Erscheinung des Buches Königin des Himmels und ich habe gesagt, der Ukraine-Krieg hat einen Grund und das, einen Hauptgrund und einen religiösen Grund. Religiösen Hintergrund. Und der religiöse Hintergrund hat zu tun mit der Himmelskönigin, hat zu tun mit der Botschaft von Maria, die 1917 in Fatima erschienen ist. Da gab es drei Botschaften und die erste Botschaft war, dass Russland zurückkehren muss unter die Fittiche Roms, unter die Fittiche des katholischen Roms, des Papstes. Ja? Und insgesamt gab es, wie gesagt, drei Botschaften. Und kurz nach dieser Botschaft brach der Erste Weltkrieg aus, wo, jetzt gehe ich also wirklich schon beinahe ins Detail, wo wir 1917 dann zum Ende des Ersten Weltkrieges hin die bolschewistische Revolution in Russland hatten. Der Zar und seine Familie wurde von den Jesuiten ermordet. Und der Zar war das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Russland. Und man hat also die russisch-orthodoxe Kirche und man hat eine griechisch-orthodoxe Kirche. Aber die orthodoxe Kirche ist immer eine abgeteilte Kirche, die sich im Jahr 1054 von der römisch-katholischen Kirche abgeteilt hat. Sie ist orthodox-katholisch. Nie vergessen, das ist auch eine katholische Kirche. Sie ist nur nicht römisch-katholisch, sie ist orthodox-katholisch, was auch immer das heißen will. Jedenfalls durch diese Abteilung der Kirchen, die ist also abfällig geworden und das kann der Papst nicht akzeptieren, der ja als Stellvertreter, nein, nicht Jesu Christi, sondern als Stellvertreter des Teufels hier auf der Erde, die ganze Erde sich untertan machen will, nach dem Versprechen, das der Teufel ihm ja gemacht hat. Matthäus Kapitel 4, Lukas Kapitel 4, wo drin steht, die Verführung Jesu Christi, wo der Teufel zu Jesus sagt, er führt ihn auf einen hohen Berg, er zeigt ihm alle Königreiche dieser Welt, all ihre Herrlichkeit, all ihre Macht und sagt, all ihre Herrlichkeiten, all diese Macht dieser Königreiche will ich dir geben, wenn du nur niederkniest und mich anbetest. Und Jesus Christus hat gesagt, du sollst nur den Herrn im Himmel anbeten. Und hat also das Angebot abgeschlagen. Aber der Teufel ist ja nicht in der Ecke gegangen, hat angefangen zu heulen und gesagt, werde ich meine Königreiche nicht los. Nee, der hat jemand anderen gesucht und hat sie ihm gegeben. Und über die Geschichte haben wir damals gesprochen, Michael und Brett und ich in Englisch, als wir die Serie gemacht haben über Simon Magus und im Grunde damals den wahren Simon, den wahren zwischen Anführungszeichen Petrus gefunden haben. Der Gründer der römisch-katholischen Kirche ist nämlich Simon der Magier aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Und der im Grunde der Vorläufer ist aller Päpste. Und der Teufel hat ja gesagt, all diese Dinge gebe ich dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und wenn die ganze Welt niederfällt und mich anbetet, das gehört ja dazu. Also kann man eben auch die orthodoxe Kirche, diese abgeteilte Kirche, nicht einfach lassen. Entweder muss man sie ausrotten oder man muss sie zurück nach Rom holen. Und der letzte große Schritt, der da passiert ist, ist allen bekannt, das ist das Zweite Vatikanische Konzil aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo man eben durch die Ökumene versucht hat, oder versucht,
die ganzen abgefallenen Töchter wieder zu Rom zurückzuführen. Nun, da habe ich gerade heute noch im Auto, als ich im Taxi gewesen bin, gelesen in diesem Buch Priesterverkürzung und Volksgemeinschaft von Andreas Thiel, das mir der Gerald letztens geschickt hat. Das ist ein Buch, das habe ich nicht als PDF, das habe ich hier in der Hand stehen. Da steht hier, und deswegen nehme ich jetzt das mal eben hier bei der Hand auf Seite. Ich weiß, hast du da eine Kopie von dem Buch, dass du es zur Hand nehmen kannst? Das habe ich. Oh, na, also jetzt hier nicht greifbar. Ne? Nicht oh, greifbar, da, nee, okay. Nee, nicht, also nicht auf Seite 60, ja, ich nehme es jetzt mal eben ganz kurz aus dem, mehr oder weniger aus dem Zusammenhang raus, aber da steht hier, weiter kann die Gemeinsamkeit der Ehe dem feindlichen Brüder im christlichen Lager kaum gehen. Also da spricht man jetzt hier aber über den Protestantismus und die römisch-katholische Kirche. Sie wird auch nur zustande gebracht durch die gemeinsame Abneigung gegen das Dritte Reich. Es fehlte nur der Jude als Dritter im Bunde. Und siehe da, ist er schon. Nach dem Osservatore Romano, das ist also die jesuitische römische Zeitschrift, die da ständig erscheint, hat der römische Oberrabbiner David Prato im jüdischen Osterfest 1937, was auch immer ein jüdisches Osterfest sein möge, eine Ansprache gehalten, in der er sich gegen den allerorts und von den verschiedenen Seiten geführten Kampf gegen Gott gewandt hat. Von Russland und Spanien hat der ehrwürdige Herr anscheinend noch nichts gehört, Anmerkung des Verfassers. Die Juden müssten als Erste dem Appell des Papstes Folge leisten. Daher fordert er die gläubigen Juden auf, alle Kräfte in den Dienst der Sache zu stellen. Sein Rassengenosse und Amtskollege in New York, der Oberhetzer und Rabbiner Untermeier, hat das schon längst getan und kürzlich auch einen tüchtigen Helfer in dem Strolch in Purpur, dem Erzbischof von Chicago, Mundelein, gefunden. Eine ähnliche Forderung des Zusammenschlusses stellte schon auf der 53. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Essen 1906 der Professor Einig. Und jetzt kommt das Zitat, weshalb ich das Ganze eigentlich euch vorlese. Zitat: Theologen und Laien, Katholiken und Protestanten und Juden, einig müssen wir alle zusammenstehen. Gott ist in Gefahr. Ende Zitat. Ja, und da habe ich gleich gedacht an das Haus des einen, House of One, das ja jetzt im Augenblick auch in Berlin, glaube ich, gebaut wird. Oder wo sie immer noch am Spenden sind. Also ich weiß ja, könnt ihr ja selbst mal nachgucken. Ich habe da ja Jahre zurück schon eine Sendung drüber gemacht, House of One, Chrislam, ne, wo Katholizismus, also zwischen Anführungszeichen Christentum, ne, der Katholizismus, das Judentum und der Islam zusammengerufen werden unter diesem Haus des einen. Und da hat mich das ganz deutlich daran erinnert, was ich hier gerade gelesen habe. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, auch die orthodoxe Kirche gehört damit zu. Also, um ein klein wenig zusammenzufassen, worum es geht. Ich habe deswegen immer gesagt, dieser Ukraine-Krieg hat einen religiösen Hintergrund, den uns niemand erzählt. Und dieser religiöse Hintergrund hat zu tun mit den Botschaften von Fatima, die eben dafür sorgt, dass eben diese eine Kirche wieder kommt. Weil schlussendlich soll die ganze Welt den Satan anbeten. Und das kann sie nur, wenn sie in der satanischen Kirche versammelt ist. Und die satanische Kirche ist nun mal die römisch-katholische Kirche. Das habe ich in anderen Videos mehr als deutlich belegt, in Schriften von Griesinger, in den Schriften auch von James Atkin Wiley aus diesem wunderbaren Buch Das Genius des Papsttums, wie ihr euch vielleicht erinnert. Ich habe ja inzwischen so viele Bücher gelesen, dass ich manchmal selber welche vergesse, aufzuzählen, weil es einfach zu viel wird. Im Endeffekt habe ich aber gesagt, und jetzt kommt der Gerald und schmeißt mich hier, also wirklich, der schmeißt mich zu mit Informationen, ich kann da schon nicht mehr gegen an. Und, tut mir leid. Ja, ist ja okay. Du machst also, das ja. Wirklich, tust du wirklich manchmal, weil ich überlege immer, ich will das ja gar nicht, aber deswegen ist mir das ist so wichtig. Das ist nein, so aber wichtig. Etwas will, dass du es ja. Tust. Na, irgendwann drücke ich dann einfach auf Senden. Ja. Ich dann einfach überlege, okay, jetzt ist es weg, jetzt kannst du es eh nicht mehr zurückholen. Ja. So, okay, jetzt kommen wir aber mal langsam zum Punkt der Sendung. Und da habe ich mir gesagt, der schmeißt mich so zu mit Papieren, die ihr gleich sehen werdet. Ich werde sie euch gleich zeigen, ich habe sie ja vorbereitet hier.
da werde ich eine Sendung drüber machen, eine eigene Spielliste, weil ja, ich habe mir erst ein paar PDFs angeschaut und ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Roms Ziele in Theorie und Praxis hat der Gerald ja vorhin selber angeführt. Fand er so wunderbar, hat er mir geschickt von dem Gustav Mix und wie viele Sendungen habe ich da bis jetzt von gemacht? 11, 12, das Ding hat 20 Seiten. Ja? Also ich schaffe es ja nicht, mal so ein Ding von 10 Seiten in einer Stunde mal durchzulesen. Mit meinen Kommentaren und alles. Ich weiß, viele sagen von, ach, der Jörg schweift viel zu viel ab. Ja, das kann ja sein, wenn ihr mir schon jahrelang folgt oder meinen Sendungen folgt, Entschuldigung, mir selber nicht folgen, sondern wenn ihr meine Sendungen folgt, meinen Lesungen folgt, dann ist natürlich hier und da immer wieder etwas, was schon mal da war, was nicht mehr Neues. Es steht ja bereits geschrieben, es ist nichts Neues unter der Sonne. Man muss es ja immer wiederholen. Aber wenn man halt die Basis nicht kennt, dann versteht man eben nicht, was läuft. Und da wir ja jetzt diesen Ukraine-Krieg, da wir die Situation, in der wir jetzt im Augenblick, in diesem Moment, in dieser Welt sind, verstehen wollen, richtig verstehen wollen, ist es wichtig, dass wir die Hintergründe der Kriege verstehen. Also hat der Gerald beschlossen, mich mit Papieren zuzuschmeißen. Die waren super interessant. Ich habe einen Teil davon gelesen. Ich habe sie nicht alle gelesen. Das geht auch gar nicht, dass ich sie alle vorher lese. So viel Zeit habe ich einfach nicht, zumal ich ja auch noch andere Dinge machen möchte. Eben, wie gesagt, zum Beispiel endlich mal dieses Exploding the Israel Deception, was mir die Miss Marple bereits übersetzt hat, auch mal in Angriff zu nehmen. Ich schiebe das ja immer weiter vorne, da kommen ja immer andere Dinge dazwischen. Aber wenn Dinge dazwischen kommen, dann sage ich auch mit meinem Verständnis inzwischen, dann ist die Zeit noch nicht reif. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass alles zu seiner Zeit kommt. Ne? Wie hat Michael das genannt? Aus Prediger, Kapitel 3, alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde, was in der Richtung. Ne? Wisst, ich kriege die Zitate nicht immer richtig zusammen, aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt es in der Bibel nachschauen. Also, jetzt nochmal, ganz kurz. Wir haben uns überlegt, der Titel dieser Spielliste, weil es wird ja mehr als ein Video, ihr kennt mich ja, habe ich ja gerade gesagt, wird heißen: Moderne Kriege oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Eine religiöse Geschichtsstudie. Das wollen wir machen. Da hat der Gerald mir bereits, Gerald, wie viele PDF sind das jetzt, die du in diesem hier zusammengefasst hast? Ein Stück oder Das zehn? waren ja 10, ja, oder also denke ich mal an die 10, ja, genau. Ja, Also zehn oder ein was in der Richtung? komplettes, ja, also Sammelsurium von verschiedenen Quellen, alles Ja. zusammengefügt in ein PDF, inhaltlich ein bisschen strukturiert natürlich. Und ja, hochinteressant, hochspannend. Also ich kann nur sagen, es wird richtig, 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 also informativ. Ja, Ja, kann ich auch nur sagen, weil die Dinge, die ich bis jetzt gelesen habe, die haben mich selbst vom Stuhl das gehauen. ist, ja, genau, das ist das. Trifft es am besten. Ne? Und diese Quellen, ich muss das noch mal ganz kurz sagen, man muss wirklich wissen, dass diese Dinge, diese PDFs aus Schriften sind, aus Büchern sind, die im Allgemeinen nicht mehr erhältlich sind. Das sind einfach wirklich nur Ergebnisse von, ich sag mal wieder, Zufällen oder wirklich einer sehr hartnäckigen Recherche. Ansonsten sind diesen Dingen nicht mehr beizukommen. Also diese Informationen sind eigentlich so gut wie weg. Das sind einzelne Exemplare, also was ihr hier dann auch sehen könnt, das sind wirklich Unikate nur noch, man muss sagen, die gibt es Wo nicht hast du mehr die denn her? großartig. Erzähl den Leuten dann mal, wo du das so her hast. Naja, das war im Prinzip auch so eine Suchgeschichte wieder. Und ich weiß, kann ich gar nicht mehr sagen, ich war irgendwo in einem Buch unterwegs und da hatte ich einen Querverweis gefunden, wo ich dachte, Mensch, das klingt aber jetzt ganz interessant. Gerade da ging es auch um diese Fatima-Geschichte. Und da bin ich sozusagen ein bisschen nachgegangen und habe dann mehr oder weniger so eine Schrift in die Hand bekommen und festgestellt, dass das wirklich auch von der Art und Weise, wie das aufgebaut wurde, in einer relativen Knappheit ist. Also nicht so ein riesengroßes Buch, wo man ja fast gar keine Zeit mehr hat, das wirklich durchzulesen, sondern das eben wirklich auch knapp gehalten ist und aber umso mehr an Informationen hat. Und von da an ging das dann weiter, habe ich dann weiter recherchiert, festgestellt, das ist eine ganze Serie, habe dann mit Antiquariaten zusammen da gearbeitet, die mir dann auch geholfen haben, an die fehlenden Dinge zu kommen, habe dann teilweise auch so ein bisschen ins Blinde hineingeguckt und einfach mal geschaut, vielleicht ist es besser, oder ich organisiere mir gleich den ganzen Jahrgang, damit man das so ein bisschen systematisch durchsetzt. Wobei ich immer wieder sagen muss, die entscheidenden Treffer, ja, die waren wirklich mehr oder weniger einfach passiert. Ja, also es war wirklich so auf den Punkt,
hatte ich dann so eine Schrift und dann aber von diesem ausgehend weitere Bücher aus diesen Serien da bekommen. Es sind ja verschiedene Serien, verschiedene Schriften, die ja nicht mehr zugänglich sind. Und so haben wir im Prinzip dann über, naja, 3, 4 Wochen ging das insgesamt, dann ja, so, gerade dieses Thema Ukraine aufgebaut. Und wir haben gemerkt, es wird immer interessanter, immer spannender. Also ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich wirklich sprichwörtlich vom Stuhl gefallen bin. Also ich interessiere mich jetzt für diese Sachen. Und jetzt kommt dieses Verständnis, dass man Dinge auf einmal liest, wo man sagt, das habe ich doch schon mal gehört. Entweder bei Jörg seiner Lesung oder ich habe das in dem Buch irgendwo her. Und dann kommen sozusagen die Gedanken zusammen und man fängt an, so Dinge zu verknüpfen. Und das ist so spannend. Und insofern sind diese PDFs also auch so unglaublich wichtig, weil die also alles wirklich auf den Punkt bringen. Ja. Und ja, wir haben aber eben festgestellt, wir können es gar nicht bei einem belassen, weil das sind, wir könnten das, also dieses Unterschlagen von einigen wichtigen Schriften geht nicht. Wir haben dann überlegt, ne, wie machen wir das? Und dann sind wir als, ja, jetzt schon auf einem relativ großen PDF jetzt. Ne? Also wenn man das so zusammenfasst, sind das schon ein paar Seiten mehr geworden, als wir es eigentlich, als du es geplant hast, Jörg, ne? Ja, Wenn ich ich einmal hatte lesen gesagt, habe. zu Ne? Anfang vielleicht so irgendwas von 35, 36 Seiten oder Naja. sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, aber nicht mehr als 50. Und inzwischen Ja. sind es, wie ihr gesehen habt, hier 68 Seiten. Und das ist nur, also wirklich mal, das ist nur ein Auszug. Das ist, da gibt es noch ganze Bücher. Ich weiß jetzt gar nicht, warte mal, muss ich mal eben gucken, ob ich das hier irgendwo mal eben aufmachen kann. Ich habe ja so einen Ordner in meinen Downloads, also das, was ich mir. Wenn ich mir das runterlade. Da gibt es hier zum Beispiel von Herbert Holdridge nochmal Dinge, die man übersetzen muss, aus dem Englischen ins Deutsche. Pope's Commandos, jesuitische Strategie, der göttliche Auftrag von Fatima. Da gibt es hier, Russland wird katholisch werden. Das ist ein ganzes Buch. Ja? Das ist nur mal eben, was hier in den letzten Tagen über Downloads bei mir dazugekommen ist. Das sind Dinge, die sind hier in diesem Papier noch gar nicht drin. Das heißt, dieses Papier, was ich dann lesen werde und besprechen werde, das heißt bekommen, also kommentieren werde, wie ihr das von mir kennt. Ich bin ja, ich kann ja nicht einfach nur lesen. Ich muss ja hier und da immer noch meinen Senf dazugeben und ich muss vor allen Dingen auch noch Hintergrundinformationen damit zugeben. Weil wer weiß denn schon, was hier mit dem, wie heißt das hier, EVG, mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft der Vertrag gemeint ist. Wer kennt denn das? Also gehe ich da immer ein bisschen mit rein und gebe ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Und das soll als Basis dienen. Und dieses Papier, das ich zum großen Teil im Augenblick schon durchgearbeitet habe, seht ihr daran, dass bestimmte Dinge hier farblich unterlegt sind oder dass Kommentare dabei stehen, das habe ich bereits gelesen, da habe ich mich mit beschäftigt. Dieses Papier wird nachher auch auf Archive, auf meiner Internetbibliothek, wo hier eben auch die Königin von allen ja im Augenblick erschienen ist, wie ihr seht hier. Und übrigens, Behind the Dictators, hinter den Diktatoren, das Buch ist jetzt auch in Niederländisch erschienen, wie Herrscher des Bösen auch in Niederländisch erschienen ist. Das hat der Bruder Arnold Kersten ganz alleine übersetzt. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr niederländischsprachige Freunde, Familie, was auch immer habt, dann sagt denen mal von, schaut mal, da gibt es sogar diese Bücher in Niederländisch. Also da wird dieses Papier auch erscheinen zum Schluss, weil ich muss es ja erst durcharbeiten. Es hat ja keinen Sinn, das direkt zu. Ja, gut, könnte ich auch machen. Ich könnte es direkt veröffentlichen. Ich werde es so machen. Ich ändere meine Strategie, wenn ich dabei sitze. Nein, der Punkt ist, ich werde das direkt veröffentlichen, aber ich werde es natürlich je nachdem, wenn ich es weiter durchgearbeitet habe, immer aktualisieren, weil da kommen dann ja neue Unterstreichungen dazu, farbliche Hinterlegungen dazu, wie hier, da kommen neue Extrainformationen dazu. Das kann man ja immer austauschen, das kann man ja immer erneuern. Aber ich werde es zu Anfang schon mal gerne machen. Was ich jetzt noch mal eben mit Gerald machen möchte, du hast noch 5 Minuten, ne? Wie lange sind wir überhaupt schon beschäftigt hier in dem Ja, Video? Das wird ja alles immer gut. viel länger, als man eigentlich denkt. Es gibt ja auch noch etwas, was ich davor aufnehmen will, das kommt ja auch noch dazu. Nein, ich würde vorschlagen, Gerald, wenn es für dich okay ist, dann gehen wir jetzt mal eben durch das PDF durch. Du hast die Dinge mehr oder weniger alle bereits gelesen, du hast das ja auch zusammengestellt. Und also eins der wichtigsten Papiere überhaupt in diesem Ganzen ist wirklich das, womit es anfängt. Der Offizierstyp im kommenden Heer. Katholisch? Man liest es und man stellt sich da im Grunde so gar nicht mal die Fragen bei. Aber wenn wir dann begreifen, dass
Und hier geht es nur um Deutschland, glaube ich, in diesem Artikel hauptsächlich. Dass aber weltweit die Offiziere, das sind die Führenden, das sind die Leitenden im Militär, katholischen Hintergrund haben und haben müssen, das eröffnet auf einmal eine ganz andere Sichtweise. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deswegen haben wir dieses Papier ganz vorne angemacht. Ich scroll jetzt mal eben runter und bin ein bisschen still und du kannst vielleicht da ein bisschen was zu sagen zu diesem Papier. Ja, gut, also das erste Papier ist tatsächlich gerade für den Einstieg insofern wichtig, dass man erstmal versteht, dass das Militär ja mehr oder weniger auch gewissen Lenkungen unterliegt. Und wie es der Jörg schon gesagt hat, ist es halt tatsächlich hier nochmal wirklich nachgewiesen, dass hier auch eine gewisse Agenda verfolgt wird und eben dieser militärische Arm eben genauso ein Mittel und ein Weg ist, entsprechend die Politik eben durchzusetzen, also die Politik eben mit anderen Mitteln. Und das ist halt insofern sehr, sehr interessant, weil viele überhaupt nicht diesen Link setzen zwischen Politik oder eben auch diesen Kriegen halt und diesen religiösen Dingen. Und das wird hier aufgezeigt, teilweise auch mit Zitaten, Originalzitaten belegt, die also wirklich an dieser Sache fast keinen Zweifel mehr lassen, kann man sagen. Dann auch die Geschichte ein bisschen beleuchtet. Das heißt also auch die Kriege, die so passiert sind in der Vergangenheit. Es ist immer dieselbe, das ist immer ein Muster dabei. Und das ist halt, wie gesagt, in dem ersten Papier sehr, sehr interessant. Und in dem zweiten Papier, Jörg, ich weiß nicht, genau. In dem ich scroll jetzt gerade runter. Das erste sind wir jetzt hier am Ende. Also, und jetzt haben wir hier das nächste. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, das werdet ihr natürlich dann auch sehen, wenn ich das lese. Ich muss das immer in ein anderes Format machen, eine Seite zeigen und ich muss das hier vergrößern auf 200% und alles drum und dran. Aber wir gehen jetzt hier mal eben durch. Das zweite Papier fängt jetzt im Grunde hier an. Ne? Genau, das ist das zweite Papier. Strategie, eine ernste Warnung, das ist das nächste Papier eigentlich. Ne? Genau, das ist das nächste Papier und hier ist im Prinzip nochmal diese jesuitische Beeinflussung nochmal ganz deutlich aufgezeigt. Das heißt also, hier wird es nochmal sehr, sehr speziell und auch konkret wieder mit sehr, sehr wichtigen Zitaten aus Originalquelle. Es wird da zum Teil diesen Holbridge Bezug genommen, auf diesen Herbert Holbridge, der ja Präsidentschaftskandidat der USA war, den ich auch vorher überhaupt nicht kannte, wo wir uns dann ja nochmal auf die Suche begeben haben und festgestellt haben, der hat über 3000 offene Briefe verfasst und war einer wirklich, der versucht hat, wirklich die Verfassung tatsächlich wieder zurückzuholen und dem Volk zu geben sozusagen. Und der hat unglaublich interessante Briefe geschrieben und die meisten, oder eigentlich kann man sagen, bis jetzt alle, die ich bis dato gelesen hatte, in Englisch und hier eben übersetzt von dem Herrn Marquardt ins Deutsche. Wir haben versucht, das nochmal zu recherchieren, nochmal die Originalquelle zu finden, sind aber dort mehr oder weniger gescheitert, weil das sind wirklich Dinge, an die kommt man so weit nicht ran. Da gibt's das war ja dieses Interview, was da in der Los Angeles Times oder sowas erschienen war. Ne? Das war das, was mich damals getriggert hat. Ich sagte, das müssten wir ja mal jetzt also authentizieren können. Ne? Man kann ja sonst viel behaupten und Stunde der Wahrheit steht nun mal eben auch dafür, dass man das alles nachforscht. Aber was du dann halt gefunden hast, sind solche Sachen wie hier zum Beispiel Pope's Commandos. Ja? Also das Subjekt, das Thema hier ist The Pope's Commandos, das heißt die Kommandos des Papstes. Was sind die Absichten? Was ist die jesuitische militärische Organisation, die Schocktruppen des Vatikan? Das ist jetzt nicht in Deutsch. Ich werde mal sehen, ob wir das vielleicht noch ins Deutsche übersetzen können. Die Operationen, die gemacht werden, was machen die? Was sind die Schritte, die sie machen? In welcher Reihenfolge machen sie die Schritte, um was zu erreichen? Und das hat dieser Herbert C. Holdridge, Brigadiergeneral, der bereits hier retired war, also pensioniert war, außer Dienst, in Deutschland spricht man General AD, hier dem Bundesstaatsanwalt geschrieben, Attorney General, Chief Justice of the United States, also an den obersten Richter der Vereinigten Staaten von Amerika, das heißt also den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, dem Speaker of the House, das ist sowas wie der
Haussprecher, der ist in Amerika ungefähr so mächtig wie in Deutschland der Bundestagspräsident. Nicht Bundespräsident, Bundestagspräsident. Ja? Der Präsident pro tem of the Senate, weiß ich jetzt nicht, was das ist, pro tem, temporary wahrscheinlich irgendwas. Congressional Committees, also kongressionale Komitees, also das heißt Arbeitsgruppen innerhalb des Kongresses, der Presse und anderen. Und hauptsächlich gerichtet war das natürlich an den Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Ne? Und wir wollen auch mal sehen, ob wir auch das in der Zukunft sogar noch übersetzen können, damit reinnehmen können. Aber das war eben in diesem einen Schreiben damit bei. Seht ihr ja hier gezeichnet Herbert Holdridge. Ja? Hier ist also die Übersetzung davon. Und da haben wir eben nicht immer die Originalunterlagen. Die finden wir einfach nicht mehr. Da müssen wir uns eben auch darauf verlassen, dass diejenigen, die dieses Buch hier, dieses Heft, die damals zusammengestellt haben, der Johannes Marquardt. Da hast du ja mir, glaube ich, auch rausgesucht, wer der Johannes Marquardt war. Ne? Ich habe das jetzt gar nicht. Du hast mir das, glaube ich, geschrieben. Ne? Ja, also ich habe das mal, also es ist, also wie so oft bei diesen Schriften, wenn, sind das Autoren, die jetzt nicht irgendwie unbedingt bekannt sein müssen. Das Das ist ist das Problem, also, nicht? Wenn man dann im Internet ja. recherchiert und man sagt von, ach, gib mir mal Johannes Marquardt, Ja. Wikipedia, da kriegst du gar nicht die Person, die du im Grunde meinst, weil die, Da kommt. das sind Leute, die oftmals im Hintergrund gearbeitet haben und die haben Veröffentlichungen gemacht, die, ja, ich will mal sagen, jetzt nicht, also auf der ersten Seite in der Bild-Zeitung gestanden haben. Ne? Jesuitische Strategie auf der ersten Seite der Bild-Zeitung, ich glaube, das werdet ihr ein ganzes Leben lang nicht erfinden. Da möchte ich beinahe für wetten, aber die Bibel verbietet mir das, ja. Ich will es auch gar nicht machen. Aber der Punkt ist, das sind teilweise Leute, von denen hat man noch nie gehört und die findet man heutzutage auch nicht mehr, aber die haben ihren Abdruck in der Geschichte in diesen Schriften hinterlassen und wir haben heute durch die glückliche Fügung und Führung des Heiligen Geistes diese Dinge gefunden und machen die euch zugänglich. So fasse ich das ja mal eben kurz zusammen, ja, Gerald. Das ist wohl in deinem Sinne, ne? Ja, natürlich. Genau, das war dieses PDF, genau, richtig, ne? Der Das, göttliche Auftrag von Fatima. Hier kommt genau das, was ich ja. von Anfang an über den Ukraine-Krieg gesagt habe, ne? Ja. Und das ist also auch unglaublich spannend, weil wenn man jetzt irgendwo jemanden in einem Gespräch gerade über dieses ja nun wirklich sehr präsente Thema da irgendwo anspricht und immer fragt, ja, hast du mal was von dem göttlichen Auftrag von Fatima gehört, dann gucken einen die Leute was an und denken irgendwie, was ist jetzt passiert irgendwie, ne? Und das ist hochinteressant. Ich hab das Thema auch beginnt vom Jörg. Du hattest das schon mal in einer vorhergehenden Lesung angesprochen. Ich frage mich jetzt nie, was das für eine Lesung war, aber das war mir auf jeden Fall von dir bekannt. Und ich habe da tatsächlich mal nachrecherchiert und auch original Quellen von dieser Lucia, die einzige Überlebende von diesen drei Kindern, die diese Fatima-Erscheinung oder Ja, diese Erscheinung in die hat ja Fatima. bis in die 70er oder 80er Jahre hat die ja, glaube ich, gelebt. Ne? Die hat ja Genau. den Papst Johannes Paul II., glaube ich, noch Die kennengelernt. Ne? Lucia, Lucia, Die ne? Lucia, ja. Lucia, genau. So, und sie hat im Prinzip dann diese ganzen Dinge mehr oder weniger zu Papier gebracht. Und Eben auch das dritte ja, Geheimnis, was erst ab den und 1960er Jahren bekannt werden durfte. Ne? no, ja, genau, ich glaube, der 13. war es auch. Ne? Das muss ja auch ein ganz bestimmter Tag sein. Und Ja, das ist ist ja ja auch hier, interessant, wie 13. Oktober 1917 war die Erscheinung und so weiter und so weiter. Genau. Ne? Und die kam ja immer monatlich, also zur selben Zeit, so wie ich das jetzt gelesen habe, immer den 13., immer 13. Und dann, ich glaube, dann, ja, diese, ja, in den 60er Jahren war das dann, ne? Wo diese Offenbarung dann verkündet werden sollte. Und ich weiß gar nicht, ob das dann so richtig gemacht wurde, weil das ging dann auch immer hin und her, wer den Brief jetzt da öffnen soll, wie auch immer. Ne? Es ist ja in Briefform niedergeschrieben worden. Und jedenfalls ist das ein ziemliches Hin und Her. Und interessant ist insofern jetzt dieser aktuelle Bezug, dass die Weihe Russlands, ich glaube, das lief am 26. lief das durch die 25. Nacht. März war es, glaube ich. 25, genau. Ja, da hat Genau. Papst Franziskus, also der Jesuitenpapst, der im Augenblick amtierende Antichrist, Russland und die Ukraine an das heilige, an das unbefleckte Herz der Maria geweiht. Das haben die Russen nicht gefragt, das haben die Ukrainer nicht gefragt, das macht der Papst einfach. Weil der macht, was er will. Er ist der Stellvertreter des Gottes dieser Weltzeit. Satan, wie in der Bibel vermeldet steht. Ja, und das hat sich sozusagen jetzt ereignet, vollkommen unerwartet, für jemanden, der das jetzt nicht im Hinterkopf hatte.
Und es ist natürlich schon ein sehr großer Zufall, dass gerade jetzt, wo wir diesen wirklich großen Konflikt jetzt sehen, der da sich tatsächlich auch im Hintergrund abspielt, dann diese Dinge passieren. Und insofern ist es auch interessant, wenn man dann so ein bisschen schaut, auch die Nachrichten dazu verfolgt, dass dann zum Beispiel der US-Präsident eben dann spricht, ja, das ist eben jetzt eine heilige Pflicht, ja, sozusagen hier in diesem Krieg eben, ja, Genauso wie mitzuhelfen, ja, George zu W. unterstützen. Bush damals nach 9/11 gesagt hatte, dieser Genau. Kreuzzug, dieser Krieg gegen den Terror, dieser Kreuzzug wird eine Weile dauern. Ja, das Ja, hat er ja ja. tatsächlich so gesagt. Das Zitat Das habe hat ich ja er. schon öfter in Videos von mir auch abgespielt. Schau, deswegen habe ich auch eben das Bild hier gezeigt von dem Golfkrieg. Das sind ja jetzt hier Bilder aus dem ersten Golfkrieg. Ich meine, ich kann jetzt das hier, das ist nicht so scharf, ich kann das Datum nicht lesen, aber ich meine, das war aus dem Krieg da Anfang der 90er Jahre. Da kann man mal sehen, damals hat CNN, das weiß ich noch, 24 Stunden am Tag berichtet, ne, also CNN ist Catholic News Network, nee, Cable News, ne? Cable News Network. Wahrscheinlich trifft das doch sogar viel Ich besser, nenne ne? es immer Catholic News, der wird hier aufgerichtet von Ted Turner, der ist ja ein Malteser-Ritter. Die haben 24 Stunden am Tag berichtet über den Golfkrieg, haben Bilder gezeigt, wie man das hier jetzt auf dieser Titelseite vom Time-Magazin mal sieht. Die haben also die ganzen Raketenbeschuss und sowas, haben alles ganz, ganz toll gezeigt. Und jetzt das genaue Gegenteil. 30 Jahre später in der Ukraine, da seht ihr solche Bilder nicht. Aber da seht ihr dann, was die Folgen von diesen Beschüssen angeblich sind. Das zeigt man euch. Den Rest könnt ihr euch denken. Seht ihr, wie die Propaganda von beiden Seiten gesteuert wird? Und wie man vor 30 Jahren im Grunde durch diese Bilder darauf konditioniert wurde, das zu glauben, was sie euch heute in den Medien zeigen? Deswegen habe ich das Bild hier eingefügt. Meines Erachtens ganz, ganz wichtig. Ja. Aber bitte, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Wir haben noch ein paar Ja, Seiten, ja, ja. Ja, gut, also um das ist natürlich jetzt durchzuscrollen wie, hier. ja, das Thema, ne? Und das ist dieses Informationsthema ist natürlich, ja, es hat wenig mit Informationen zu tun, ne? Eher mit Emotionen, ne? Und das Problem ist einfach, die Menschen lassen sich halt sehr, sehr schnell dadurch eben emotionalisieren und dadurch fehlt eben jede Grundlage für einen rationalen Austausch. Ne? Und mit Emotionen habe ich natürlich Wut, ich habe irgendwelche Befindlichkeiten, ne? Habe irgendeine Meinung und dann fehlt natürlich dann irgendwo dieser Austausch. Ne? Also das ist einfach das, was man immer erlebt, wenn solche Dinge da stattfinden, dass das eben so noch unterstützt und ja, angetrieben wird, das Ganze. Ne? Und die wenigsten kennen oder wissen ja diese ganzen Dinge, wie die ganze Presse und das alles zusammenhängt mit ja, päpstlichen Enzykliken und Ja, Miranda Dingen wie Cursus und Inter. Inter Genau. Mirifica 1958 und Ja. 1963, das ist das Genau. Geburtsrecht der römisch-katholischen Kirche, Ja. ist all Genau. diese Medien zu Genau. besitzen. Genau. Genau, so ist das. Genau. Also das ist der Punkt, dass man da wirklich, also nicht in diesen Zeiträumen tatsächlich denkt, weil man hat im Prinzip das, was man jeden Tag vor der Nase hat. Das beschäftigt einen. Man kann vielleicht 10 Jahre, wenn es gut ist, vielleicht 20 Jahre in die Vergangenheit gucken. Aber was eben der Punkt ist, dass diese Kräfte, die es ja nun wirklich schon seit vielen 100 Jahren gibt, die rechnen halt ganz anders. Ne? Die rechnen nicht in solchen kurzen Zeitabschnitten, sondern die rechnen eher in ja, Jahrhunderten, kann man sagen. Ne? Und das im Hinterkopf zu behalten, ist insofern wichtig, wenn man dann eben auch von solchen vermeintlich lang zurückliegenden Dingen wie göttlichen Auftrag von Fatima zum Beispiel dann liest. Ne? Es hat also alles immer noch einen ganz hohen aktuellen Bezug. Und das ist eben der Punkt, was viele einfach in dem Moment erstmal nicht wahrhaben. Ne? Ja, Genau. und Dann. wo ich, ja, Ne? ich muss dir noch mal ganz kurz ins Wort fallen hier. Göttlicher Auftrag, Fatima-Erscheinung, alles drum und dran. Da muss ich noch mal ganz kurz abweichen hier auf das Buch Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels. In diesem Buch haben wir eben ganz deutlich beschrieben, dass das keine Gotteserscheinungen sind, dass das absolut nichts mit dem Elohim, dem Schöpfer der Welt, zu tun hat. Das hat damit zu tun, dass das satanische Erscheinungen sind, ja? Und da könnt ihr das jetzt abwimpeln oder ihr könnt sagen von, oder gucke ich mir die Sendung mal eben an. Ich habe 56 Lesungen gemacht dazu und ich habe eigentlich immer noch unbearbeitetes Thema zu diesem Punkt. Aber die römisch-katholische Kirche baut eben alles auf diese, wie es hier so schön heißt,
auf diesen göttlichen Auftrag aus. Ja, die sprechen nicht von dem Gott der Bibel, von dem Schöpfergott. Das müssen wir ein für alle Mal verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir es nie begreifen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Der göttliche Auftrag kommt von der Himmelskönigin, die ganz deutlich bei der Erscheinung in Fatima 1917 den Auftrag gegeben hat, Russland zurück unter die römisch-katholische Kirche zu holen. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Und da werden wir vielleicht irgendwann auch mal dieses Video einspielen. Da war doch gestern oder so, ich weiß nicht, hast du das gesehen oder hat mir der Marius das gezeigt? Dieser Auftritt da in Berlin, wo die da in ukrainisch da ein Lied gesungen haben, nach dem Motto, wir wollen alle Russen vermorden. Absoluter Aufruf zum Völkermord. Ich weiß gar nicht, ob das war in ukrainisch gesungen. Das war in ukrainisch gesungen. Ja, ob das jetzt stimmt, was da der übersetzt, aber wenn das ja, ob das stimmt, gut. Also ja. Der Marius hat ja eine polnische Abstammung. Gehen wir eben kurz in meine Skype-Kontakte. Hier ist das, nee, das ist nicht das hier. Warte mal. Der hat mir das hier geschickt. Warte mal, ein bisschen weiter hoch. Der schickt so viel, sehen könnt ihr. Anti-Spiegel, das ist Anti-Spiegel, das ist dann halt ein Artikel darüber, den ukrainischer Neonazismus in Deutschland angekommen. Aufrufe zum Völkermord, ja? Also das ist hier dieses Video. Ich spiele es jetzt nicht ab, weil ich nicht weiß, wie das rechtlich mit YouTube liegt. Das muss ich mir nochmal sehen. Aber hier schreibt mir der Marius, das hat er mir gestern geschickt, glaube ich. Ne? Was war gestern? Ja, am Sonntag. Ukrainischer Neonazismus in Deutschland angekommen. Aufrufe zum Völkermord vor dem Reichstag. Ob die begeisterten Zuschauer auch so geklatscht und applaudiert hätten, wenn sie den Text verstanden hätten? Das Mädchen sang nämlich: Bald wird es kein Russland mehr geben und dann wird Frieden auf der ganzen Welt sein. Das Mädchen hat vor dem Reichstag und unter dem Applaus der Menschen zu nichts weniger als zu Völkermord aufgerufen. Und das mitten in Berlin, und offenbar stellt das in Deutschland im Gegensatz zu abfälligen Bemerkungen über einen Mann in Frauenkleidern keine Volksverhetzung dar. Ob das auch gelten würde, wenn das Mädchen zum Beispiel eine Welt ohne Israel gefordert hätte? Da kann man diesen Artikel dazu lesen. Und dann habe ich den Marius gefragt, der ja einen polnischen Hintergrund hat. Habe ich ihn gefragt, hier das Ziel des Vatikan gesungen. Verstehst du den Text denn oder musst du dich auf andere Übersetzer verlassen? Darauf antwortet der Marius. Rosini Budi Nitzlemi. So ungefähr. Es wird kein Russland geben auf der Erde. Weil ich sage, dir als Übersetzer vertraue ich nämlich. Ich sagte, ich hatte zwar 4 Jahre Russisch in der Schule, aber ich kann nur ein paar Wörter und die dem Polnischen ähnlich sind. Und wir wissen ja, dass das Polnische und das Russische sehr ähnlich ist, weil jeder sagt, wenn er sein Glas hebt, na zdrowie, und begreift überhaupt nicht, dass er Polnisch spricht, weil in Russisch heißt es na zdrowie. Ja? In Polnisch heißt es na zdrowie. Prost, wenn man sein Glas hebt. Also Polnisch und Russisch sind sehr ähnlich. Ich kenne das jetzt nicht genau, aber ich sage mal, das ist so ungefähr verwandt, wie Spanisch und Portugiesisch miteinander verwandt sind, um nur mal eine Idee zu geben. Und wenn der mir sagt, dass das so heißt, dann glaube ich das. Also das ist die Authentizität hiervon. Und ihr könnt euch ja selbst darüber erkundigen, ihr könnt ja selbst lesen, Antispiegel, gebt das ein, macht eure eigene Nachforschung, ihr müsst ja nicht alles auf ein silbernes Tablett geben, aber das ist doch mal, also, ne? Und wieder eine Verbindung zur Himmelskönigin. So, komm, jetzt ist schon 5:30, ich muss gleich essen. lass uns noch mal ein wenig durch das Papier gehen, dass wir zumindest die Hauptthemen noch mal kurz besprechen. Genau. Das nächste Papier ist die Spaltung der Ost- und Westkirche, wie ich bereits sagte, 1054. Ne? Ja, genau. Also die Spaltung Ost- und Westkirche ist hier der 6. Teil und Schluss. Das heißt also, hier liegen noch mehrere Teile vor, die wir auch haben. Und ich denke mal, im Zuge der Lesung kann ich das auch nochmal mit den Lesern und Zuhörern zur Verfügung stellen, weil hier einfach noch die Geschichte sozusagen dieses Schismas der Teilung der orthodoxen Kirche zur katholischen Kirche nochmal deutlich gelegt wird. Also hier ist sozusagen nochmal viel Information. Der Walter Löthe ist ein sehr, sehr guter Schriftsteller meines Erachtens. Er hat verschiedene Bücher zu diesem Thema veröffentlicht.
Der Papst amüsiert sich zum Beispiel, das ist aus den 30er Jahren, das hat dazu geführt, dass er auf den Index der verbotenen Bücher gekommen ist und wurde dann auch sozusagen, ja, die Bücher, ich weiß nicht, ob es jetzt öffentlich damit bei diesen Bücherverbrennungen da verschwunden sind, aber auf jeden Fall wurde er damit auch, also ist er damit sehr, sehr angeeckt und hat dann aber zum Beispiel weitergemacht mit anderen Titeln, zum Beispiel Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Das Das, ist hier ja auch noch Jörg, drin, hast du, ne? Ja, zum das habe ich Glück. dir dann auch noch geschickt, ne, fürs Taxi, damit dir nicht langweilig wird, ne? Dass du, wenn du an der roten Ampel stehst, einfach mal was lesen kannst. Ne? Und das wird mir auch dann, weil das kostet ja alles Geld, auch noch mehr mit zur Verfügung stellen. Also wer sozusagen jetzt hier von dieser Lesung Interesse bekommen hat, dann noch ein bisschen weiter zu forschen, da gibt es also entsprechend dann noch die Möglichkeit über diese Schriftreihe von dem Walter Löde, beziehungsweise über die Bücher, die er geschrieben hat, da weiterzugehen. Ne? Und Und die Menschen können dich natürlich auch immer anschreiben über die Kommentare zu meinen Videos. Wirst du wahrscheinlich dann auch regelmäßig in die Kommentarsektion mit reinschauen. Oder hast du eigentlich einen eigenen YouTube-Kanal? Das weiß ich eigentlich gar nicht. gar nicht, gar nicht. Ich Hast du gar nicht. Dass die nee. dich vielleicht mal irgendwie erreichen können, werden wir mal sehen, ob wir da irgendwie eine Ja. Möglichkeit haben, via Reddit, dass du dir irgendwas öffnest oder so, wo die Leute dich auch Nein. privat mal erreichen können, die dann Interesse haben, da selber Nachforschungen anzustellen. Ich wollte nur eine Sache noch mal ganz kurz sagen über das Schisma der Kirche. Dieses Papier hier spricht ja hauptsächlich von der Zeit der russischen Kaiserin Katharina, die ja eben auch damals, als die Jesuiten zwischen Anführungszeichen verboten wurden, den Jesuiten Unterschlupf gewährt hat, ne? Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts. Und das erklärt sich dadurch logisch, wenn man weiß, dass die orthodoxe Kirche natürlich sagt, der Feind der römisch-katholischen Kirche ist mein Freund. Und da die Jesuiten von der römisch-katholischen Kirche verboten waren, waren sie natürlich irgendwo der Freund der orthodoxen katholischen Kirche. Versteht ihr die Denkweise, die die Leute haben? Versteht ihr die Manipulation, wie die Leute manipuliert werden durch die Jesuiten, um eben diese Denkweise zu haben und dann die Schritte zu unternehmen, die sie unternommen haben? Aus demselben Grund hat damals Preußen den Jesuiten Unterschlupf gewährt. Aus denselben geistigen Gründen. Das muss man eben verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich nochmal eben zum Abschluss zu diesem kleinen Werk hier gesagt haben. Ja, dann hast du hier Vatikan und Kreml, ne? Genau, das ist Vatikan und Kreml, das ist wieder auch eine Reihe gewesen, die in verschiedenen kleinen so Wochenschriften erschienen sind. Hier war es also auch ein bisschen schwierig, die alle zusammenzukriegen. Das ist jetzt nach dem, was wir wissen, sind das 7 Teile, die uns jetzt auch komplett vorliegen. Und dieser Herr Gustav heißt aber Gustav Freiberg, ist auch einer von den Autoren, die man eigentlich nicht mehr kennt, die man nicht zuordnen kann, die eigentlich. Nicht, also wo man nicht jetzt nicht großartige Nachforschung anstellen kann. Insofern ist aber dieses PDF äußerst lesenswert, weil das wirklich in einer relativ kurzen und knappen Form hier nochmal von Anbeginn, römische Kaiser Konstantin, bis dann in die Neuzeit, ne, die Kriege mitbeleuchtet, die Weltkriege mitbeleuchtet, dort auch nochmal die Einflüsse der Kurie nochmal ausarbeitet. Und das in einer wirklich guten Art und Weise, Schreibstil ist gut. Ich denke, das ist auch für die Lesung, denke ich mal, ganz gut. Frage ist natürlich, ne, wie zeitlich umfangreich wird das Ganze dann? Ne? Weil wenn man hier weiter scrollt, Jörg hat schon hier ordentlich markiert in dem ersten Teil. Ne, Ja, dann kommt dieser. diese beigen Papiere, die habe ich gelesen. Das Genau, Weiße habe ich noch nicht genau, gelesen, was du mir dazwischen genau, geschickt genau, hast. Die genau. Zeit habe ich Das noch nicht Weiße. gehabt. Genau, das Weiße ist im Prinzip das, was als letztes dazugekommen ist. Da muss ich entschuldigen, das ist jetzt einfach mal so weiß geworden. Ich finde es selber nicht so schön. Mir gefällt das Originale eigentlich besser. Ne? Das liest sich schöner, das ist besser für die Augen so ein bisschen. Aber es kommt ja auf den Inhalt an. Und von daher ist das hier dieser zweite Teil, ne? Die Russland als Figur im Vatikanischen Schachspiel bis 1914. Das ist in 3, 4 Seiten, gibt es ein paar mehr Seiten, dann Teil 3. Der Vatikan und der Erste Weltkrieg, hier auch sehr interessant, die Hintergründe zu verstehen, was da passiert ist. Im Anschluss Teil 4, Rom und die Diktaturen in Italien und Deutschland. Ja, also was sozusagen dann nach diesem Krieg passiert ist und wie auch die Zusammenhänge zu dem nachfolgenden Krieg gelegt wurden und die Ursachen gelegt wurden. Und dann geht es weiter mit, jetzt muss ich selber mal gucken, Politische diesem Teil 6. Streiflichter. Ah ja, stimmt.
Genau, das ist Das ist Fernsehen. jetzt das nächste, wo ich hier runter scroll. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelesen, ne? Warte mal, der fünfte Teil, Rom und Hitlers Angriff auf die Sowjetunion, das ist hier ganz schwer zu erkennen, das ist auf der Seite 784. Das ist unter diesem Zitat von diesem Erich Limbach. Die Masse rekrutiert sich aus den Flüchtlingen vor der Selbstverantwortung von dort. Das ist also. 784? Hier, ja, okay, das Ja, ist ne? hier. Das ist nämlich auch ein Teil, Ja, da hatten genau. wir schon runtergescrollt. Ja, Ah, okay, ja, das ist. genau. Das überliest man ein bisschen schnell hier. Ne? Also, das ist halt jetzt mit diesen Schwärzungen halt einfach so, weil da verschiedene andere Artikel dort noch mit angefangen haben und da haben wir das einfach ein bisschen rausgemacht. Das ist irgendwie ein bisschen, also nicht verablenkt einfach. Ne? Okay, jetzt muss ich Genau. nochmal Und eben kurz dann, runtergehen, dass ich wieder da bin, wo wir gerade eben waren. Also genau, jetzt sind wir ne? hier zum Zeitgeschehen und dann kommt hier dieses Papier politische Streiflichter. Genau. Das Und habe ich noch gar nicht gelesen, ne? Die Anstreichungen hier sind nicht von mir, ne? warte, du bist jetzt hier durch, genau. Du bist jetzt durch, genau. Das habe ich mal so ein bisschen gemacht, weil ich so ein bisschen Langeweile hatte. Also das sind im Prinzip auch aus diesen Zeitungen, da kann man ja dann auch, wie gesagt, ich werde das alles dann auch zur Verfügung stellen, dass man sich das auch runterladen kann. Und das sind so noch kurze Artikel mit entsprechenden Bezügen. Und hier ist es halt auch interessant, dass man hier auch nochmal so diese Dinge da nochmal findet. Hier zum Beispiel ein sehr interessantes Zitat beziehungsweise eine interessante Aussage auf der Seite 903. Das ist so ein bisschen weiter auch nach unten. Das habe ich mal rot gekennzeichnet. Dort steht zum Beispiel drin, dass die kommenden Kriege sind keine Kriege für die Volkserhaltung, es sind Parteikriege oder, was gleichbedeutend ist, Religionskriege. Ja? Nochmal so als interessanten Punkt. Ne? Und so kann man sich das selber mal durcharbeiten und stellt da sehr, sehr interessante Dinge drin fest. Ne? Ja, Jürgen, so ist das. Ne? Und das lässt sich halt noch beliebig erweitern. Ich könnte jetzt noch mehr dranhängen, aber ich denke, Ja, ich habe von dich der ja Anzahl ist. limitiert. Ich habe dich ja Ja. limitiert, mein Lieber, Ja. weil es muss ja noch Ja. zu schaffen Da bin ich sein. jetzt am Limit oder was? Ich habe Ja. gestartet mit 35 Seiten, das Ganze gesagt, und jetzt sind wir bei 68. Ne? Wir sind bei 68, was da noch zukommt, das 68. werden wir dann sehen. Wir werden auch sehen, wie die Response, also der Zuschauer ist, das Interesse. Aber wie gesagt, ich werde das Papier in den nächsten Tagen veröffentlichen schon mal im Voraus, dann steht schon mal auf Archive, kann jeder sich das runterladen und als Grundlage für seine eigenen Forschungen gebrauchen. Wir sind jetzt auch, glaube ich, bei einer guten Stunde schon angekommen inzwischen, sogar schon ein bisschen drüber, uiuiui, eine Stunde 10 und da kommt noch mein Vorspann, den ich da noch zutun wollte. Na, mal gucken, ob ich das überhaupt noch mache oder vielleicht ein extra Video. Na, das werde ich machen, weil wir haben darüber gesprochen. Gerald, ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir zu sein, dass du auf dem Telefon mit Skype über mir, dass du übers Telefon mit Skype mit mir verbunden bist, dass wir dieses Gespräch haben führen können, dass ich das aufzeichne, dass ich da ein Video von mache. Und ich möchte jetzt mal so ganz frei bleibend sagen von, das machen wir nochmal, ne? Da haben wir sicher noch ein paar Dinge, die wir besprechen wollen, die wir jetzt in diesen Zeitrahmen gar nicht mit reinbekommen. Und bei der Lesung wirst du mich ja auch unterstützen. Vielleicht kannst du ja auch dabei sein, wenn ich das lese. So wie Michael und ich ja eben diese Sendung auch machen, auch über Skype verbunden sind. Dass du dann auch sagen kannst, da kannst du auch mal deinen, zwischen Anführungszeichen, Senf dazugeben. Das wäre ja vielleicht auch für die Leute mal interessant. Aber für heute möchte ich dieses Video jetzt hier zum Ende bringen. Und ich möchte meinem Gast Gerald jetzt auch das letzte Wort geben, dass er das hier zum Abschluss bringt heute. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, stellt eure eigenen Untersuchungen an, lest die Bibel und sorgt dafür, dass ihr eben nicht von Menschen betrogen werdet. Wenn ihr Gottes Wort lest, dann passiert das nicht. Der Mensch betrügt euch immer nur und wir versuchen euch hier die religiösen Hintergründe der Kriege deutlich zu machen und jetzt gebe ich dem Gerald noch abschließend das Mikrofon. Bitte schön Ja. und Dankeschön, dass du da warst. Ja, Jörg, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, jetzt habe ich ja 1 Minute, 1 Stunde 10 haben wir schon und ich will es jetzt gar nicht so weit ausdehnen. Wichtig ist die Möglichkeit, dass wir vielleicht über diese Lesung doch den einen oder anderen dazu bringen, das Ganze, was jetzt hier ja, aktuell so uns belastet, ja, vielleicht aus einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Und vielleicht da die eine oder andere Erkenntnis draus zu ziehen. Und ja, in dem Sinne
hoffen wir natürlich, dass das eine interessante Serie wird. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Jörg nochmal für die Einladung und bei den Zuhörern und wünsche soweit erstmal einen schönen Abend und Maranatha. This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie. With such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord, recall their memory to say, by the same faith we live today.